Besuch als Trainer in der alten Heimat hier ein Testspiel ist ja schon kein ganz normaler Test für dich vermutlich, ne? Nee, definitiv nicht. Es war schön, an unserem Trainingsgelände mal wieder zu sein, obwohl sich einiges schon verändert hat und gefühlt ist es noch mal größer geworden hier. Aber war schön, die Jungs wiederzusehen, auch wenn es nur Smalltalk war, mit allen mal ein bisschen zu quatschen und ja, das Trikot noch mal zu sehen. Das Wappen zu sehen war gut und für meine Jungs war es einfach wichtig, für meine jungen Spieler. Das war so ein Highlight, das wollte ich unbedingt, dass wir gegen Borussia spielen, damit die auch nochmal sehen, wie es auf diesem Niveau funktioniert. Wir hatten jetzt vier interessante Testspiele, wo ich wusste, dass es vom Ergebnis her auch in die andere Richtung gehen kann, weil gegen Bochum, Twente, Dortmund, Paderborn, das sind jetzt keine so schlechten Mannschaften, aber die Jungs haben das gut gemacht und ich glaube, dass die einiges auch hier mitnehmen können. Jetzt haben wir deinen Werdegang ja logischerweise bis Bremen noch so ein bisschen weiterverfolgt, ja. Aber dann haben wir uns doch so ein bisschen gewundert, sage ich jetzt mal, dass das dann so schnell ging, dass du Trainer werden wolltest, ja. Konnten wir uns schon denken, du hast ja in meiner Zeit auch schon an der Linie gestanden und so, kam es für dich eigentlich auch so überraschend, dass das so schnell ging? Ja, klar. Also ich wollte das Jahr eigentlich, also das letzte Jahr eigentlich noch zu Ende spielen und dann eigentlich die ersten Schritte im Trainergeschäft machen. Und dann kam das Angebot und, vom Verein, unserem Präsidenten, von dem Sportdirektor. Wir haben gesagt, wir wollen dich. Ja, wir wollen dich als Trainer haben. Und ich musste mich relativ schnell entscheiden und habe da ehrlich gesagt auch auf mein Bauchgefühl gehört und natürlich mit meiner Frau auch alles besprochen, mit meinem Berater alles besprochen. Und ich glaube, man kennt mich auch ein bisschen, wenn ich irgendwas mache, dann all in. Ne? Und da war ein gewisses Risiko dabei, die Mannschaft stand nicht gut, aber ich habe mir gedacht, okay, ich will da einen Einfluss drauf nehmen und es ist geglückt bisher und es macht extrem viel Spaß. Ja. Interessanterweise war es bei Kloppo ja damals auch so, der war einen Tag Spieler, am nächsten Tag plötzlich Trainer. Hast du dich mit ihm eigentlich mal darüber ausgetauscht? Ja, er war einer der wenigen Menschen, die ich nach Rat gefragt habe, ehrlich gesagt. Er hat gesagt, mach's nicht, ich hab's gemeint. Er hat gesagt, du bist ein guter Mensch und das wird klappen. Und das war für mich auch so, go. Ist jetzt auch alles so gelaufen, wie du dir es vorgestellt hast? Ja, ich habe jetzt in relativ kurzer Zeit einiges erlebt als Trainer. Wir sind meiner Meinung nach sehr gut gestartet und dann hatten wir eine Phase, wo wir dann auch 8 Spiele nicht gewonnen haben. Ja, das war auch eine Phase, wo ich auch ein paar Mal schlucken musste. Ne? Und, danach kam die Phase mit 16 Spielen ohne Niederlage. Wir haben gefühlt alle Rekorde gebrochen, die der Verein bisher hatte. Ich habe schon ein Finale gespielt, ein Supercup-Finale gespielt als Trainer und ist verloren, habe diese Erfahrung gemacht. War schon sehr, sehr interessant, sehr, sehr bewegend. Mein erstes Trainingslager ist heute zu Ende gegangen, meine erste Vorbereitung ist zu Ende gegangen. Ich lerne und das macht Spaß. Ich meine, wir sind ja vielleicht auch nicht immer ganz pflegeleicht, aber die türkischen Kollegen, die können ja auch nochmal durchaus bissig sein, zumindest wie wir es ja manchmal erlebt haben, so Pressekonferenzen nach Spielen und so. Wie hast du es? Also ich auch in der Hinsicht versuche ich gerade ganz offen und ehrlich, ihr kennt mich da ja auch ein bisschen, ich habe nichts zu verstecken, ich kann nur arbeiten, ja, und ehrlich sein und wenn mir eine Frage nicht gefällt, dann antworte ich nicht, ja, ganz einfach. Aber ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis auch zu denen. Ich muss auch echt sagen, dass nicht nur in Antalya, sondern in ganz Türkei, dass ich da mit extrem offenen Armen empfangen werde, weil ich glaube, dass wir ordentliche Arbeit machen, dass wir ehrliche Arbeit machen und das tut gut, ja, wenn man dann auswärts spielt, was in der Türkei nicht so üblich ist und dann wird man beklatscht, anstatt ausgebuht zu werden. Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Es ist ja ein ganz normaler Vorgang, dass man als Spieler nicht immer mit seinem Trainer auch zufrieden ist. Kannst du heute so manche Entscheidungen von früher vielleicht besser verstehen? Zu 1000%. Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich glaube, ich habe es zu meiner Frau gesagt, ich weiß nicht mehr. Ich habe gesagt, eigentlich müsste ich jeden Trainer anrufen. Mich entschuldigen würde. Ja, für gewisse Situationen mich entschuldigen und sagen, ey, ich verstehe dich jetzt. Ich war jetzt auch nicht, ich meine schon, ich war immer ein Teamplayer. Es ging für mich immer um die Mannschaft, aber ich war jetzt auch nicht ein einfacher Spieler. Ich habe auch viel hinterfragt, ich wollte viel wissen, ich war wissbegierig. Aber ich kann viel
natürlich gab es einige Momente, die ich immer noch nicht verstehen kann, aber vieles kann ich auch verstehen. Ist ein komplett anderer Beruf. Komplett. Wie ist denn der Trainer Nuri Sahin? So ein Mix aus Kloppo und ich weiß nicht wem, keine Ahnung. Wer ist da so dein Influencer sozusagen? Ja, mein Mentor ist gerade hier und wir hatten heute ein Gespräch und da hat er mich gefragt, für was stehst du? Ja, das ist die gleiche Frage hat er auch gefragt. Ich habe gesagt, adaptiv. Adaptiv. Und da mussten wir lachen. Und, also ich finde das immer so klar, jeder will Klopp-Fußball spielen, jeder will Pep-Fußball spielen, jeder will Tuchel-Fußball spielen. Aber ich glaube, dass jede Mannschaft seinen eigenen Spieler hat, seinen eigenen Stil entwickeln muss. Und das machen wir gerade auch. Ich denke, dass wir schon adaptiv sind, dass wir auch uns einstellen können auf den Gegner, wie wir dann gegen den Gegner agieren, dass wir die Jungs da vorbereiten. Wir wollen natürlich auch den Ball haben, aber die Wahrheit ist einfach, gegen Dortmund wirst du nicht immer den Ball haben. Da musst du auch einen Plan haben, was du gegen den Ball machst. Auf der anderen Seite ist ein Trainer, der auch eine Idee hat und all diese Sachen, das ist schon nicht einfach. Ja. Und wir wollen für etwas Positives stehen. Ich habe das gesagt, Jungs, ehrlich, wir werden ehrlich arbeiten. Ja, wir werden Spaß haben, wir werden professionell arbeiten, wir werden Gas geben und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt. Und bisher muss ich sagen, geht es in die richtige Richtung. Ja. Ist das was anderes, wenn man als Trainer quasi jünger ist noch als der ein oder andere Spieler in der Kabine? Ja, auch da. Also sei ich auch ganz ehrlich, wir haben eine relativ alte Mannschaft, also ich will ja nichts Falsches sagen. Wir haben eine erfahrene Mannschaft. Ich bin ein relativ junger Trainer mit einem Kader, der vom Altersdurchschnitt her recht hoch ist. Aber auch da war ich von Anfang an ganz ehrlich. Ich versuche jedem Spieler auf Augenhöhe zu begegnen und hatte bisher keine Probleme. Ich glaube, da musste man die Jungs auch fragen, aber ich habe bisher nichts Schlechtes gehört und klar, ich muss Entscheidungen treffen. Ich war Mitspieler von denen, am nächsten Tag war ich Trainer und ich muss jetzt Entscheidungen treffen und es können leider nur 11 spielen und manchmal muss ich auch einige rausnehmen. Ja. Wieso hilft das denn, dass du eben, du hast ja eine beachtliche Vita, du hast für Real Madrid gespielt, du hast mit Dortmund Titel gewonnen und so, das ist ja dann was anderes, als wenn jetzt einer, ich sag mal, der vielleicht ein genauso guter Trainer ist, aber jetzt nur einen Trainerschein hat, nur in der Jugend gearbeitet hat. Ja. Also es kann qualitativ genauso sein, aber wenn man die Situation schon mal erlebt hat und so und den Spieler erzählen kann, weil die kennen deinen Namen, das hilft ja schon, oder? Ja, im ersten Schritt. Ja, im ersten genau. Schritt. Aber wenn ich zum Beispiel als Trainer Vollblender bin, dann reicht es auch nicht, dass mein Name Nuri Sahin ist. Ne? Darum geht es nicht. Und die Jungs wollen Qualität haben. Die Jungs wollen wissen, warum die etwas machen müssen. Es ist nie so, dass du das Gefühl hast, okay, weil ich Nuri Sahin bin, das ist jetzt richtig. Darum geht es nicht. Wir müssen als Team das Richtige aufstellen, das Richtige denen vermitteln und dann verdienst du Respekt von ihnen. Und da versuchen wir wirklich gute Arbeit zu machen, damit die Jungs nicht nur denken, Nuri Sahin, der muss ein guter Trainer sein. Es gibt tausend Beispiele, wo große Namen nicht dafür standen, dass sie eine gute Trainerkarriere gemacht haben. Auf der anderen Seite gab es auch ganz große Namen, die eine super Trainerkarriere gemacht haben. Also der Name ist da nicht so entscheidend. Du hattest ja, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auch die Möglichkeit, dich selber noch einzuwechseln. Hast du aber nicht gemacht. Na, hat das jemals zur Debatte gestanden in deinen Gedanken? Ja, wenn es brenzlig werden würde, dann hatte ich ja schon die Möglichkeit. Aber zum Elfmeter vielleicht. Ja, da bin ich ja ganz steil. Da bin ich ja ganz steil. Nee, also klar, die Chance hatte ich, aber für mich war eigentlich klar, dass ich nur, wenn es wirklich nötig ist. Die Jungs haben das gut gemacht und da wollte ich das ehrlich gesagt nicht. Wie siehst du den BVB aktuell? Auch ja, Umbruch? Gute Frage. Ich habe gestern das Spiel geguckt. Ich muss sagen, ich fand Dortmund gestern sehr souverän, sehr reif. Über 90 Minuten sehr reif, was ja auch nicht immer der Fall war. Ne? Und ich fand es gut gestern. Ich habe einige Spieler jetzt nach langer Zeit zum ersten Mal, Schlotterbeck habe ich zum Beispiel zum ersten Mal gesehen, fand den richtig gut. Ja, was Mo, was Bellingham, was Marco und so machen, das weiß ich ja. Und die haben ja gestern auch wieder gut gespielt. Spirit ist da, das war gut. Auch von meiner Seite aus nochmal natürlich, das war eine nicht so einfache Zeit für Borussia, glaube ich, jetzt mit Sebastian Leer. Von meiner Seite
weiters gute Genesungswünsche. Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich wieder bei der Mannschaft sein kann, dass er seine Gesundheit so schnell wie möglich wieder gewinnen kann. Und da drücke ich ihm die Daumen. Und ja, fußballerisch, ich kenne Edin ja auch, ich kenne die Jungs, ich kenne Kelly. Da wird gearbeitet, das weiß ich. Und ich hoffe und wünsche es, dass es dieses Jahr soweit ist, dass es wieder voll wird am Borsigplatz. Das ist ganz cool, dass ihr euch jetzt auf der Ebene begegnet. Ne? Du und Kelly habt ja wirklich lange zusammen. Ja, wir haben jetzt über den Sommer jetzt auch wegen dem Testspiel ein paar Mal telefoniert. Und es ist interessant, also langsam geht es ja in die andere Richtung. Ich habe Lukas Barrios gerade gesehen. Lukas will auch anscheinend Trainer werden. Da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Schmelle, Pichu, ja. Mit dem bin ich ja sowieso in Kontakt. Wir werden uns, glaube ich, irgendwo treffen. Die machen jetzt alle Praktikum dann bei dir für die Trainerausbildung. Jederzeit. Also es wäre für mich eine Ehre. Ne? Schmelle war da. Die Jungs hatten große Augen, dass Marcel Schmelzer da ist. Ne? Und jederzeit. Also ich lerne ja auch von denen. Mhm. Und Schmelle war da, war in jeder Analyse, war in der Kabine beim Spiel dabei, hat alle Emotionen mitgenommen. Deswegen sind wir Freunde, ne? Dass wir uns da gegenseitig helfen. Und macht Spaß mit den Jungs. Ja. Na cool. Und irgendwann war zu lesen, könntest du dir auch vorstellen, hier Trainer zu werden? Ja, da mache ich ja kein Geheimnis draus, aber ich glaube nicht, dass Borussia Dortmund jemals einen Trainer eingestellt hat, der gesagt hat, dass er gerne Trainer von Borussia sein will, weil dann würden alle Trainer werden hier, weil jeder will hier Trainer werden. Nur weil ich hier gespielt habe, heißt es nicht, dass ich Trainer werde von Borussia Dortmund, das muss man sich erarbeiten. Ich bin selbstbewusst genug, ich weiß, dass ich Ahnung von dieser Materie habe und dass ich einen Weg gehen kann, aber nochmal durch Reden ist noch nie jemand Trainer geworden. Ich würde mich definitiv nicht dagegen wehren, wenn es irgendwann so weit kommen würde, aber ich glaube, das ist ein langer Weg bis dahin. Ja.